Mini, wann hast denn du festgestellt, dass du anders bist als die Mädchen in deiner Klasse? Oh, sehr schöne Frage zu Beginn hier. Anders, also ich hatte schon immer so ein paar Mitstreiter, die genauso verrückt waren quasi wie ich, das muss ich schon sagen. Also meine damalige beste Freundin, beziehungsweise ist heute auch noch eine gute Freundin von mir, die war immer schon so durchgeknallt wie ich und wir haben da super zusammengepasst und es war früh klar, ja, dass da irgendwann mal was Witziges draus entstehen muss. Und so ist es dann im Endeffekt auch gekommen. Und ich bin froh, dass so viele Freunde von damals auch heute noch mir quasi zur Seite stehen und mich unterstützen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Im Leben nicht. Es folgt Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Und damit herzlich willkommen zu Im Leben nicht. Wir öffnen das 34. Kalendertürchen der Hoffnung auf bessere Zeiten und in Erinnerung an schöne Momente. Um den heutigen Gast schön zu finden, da bedarf es keiner Erinnerung, da reicht der Live-Moment. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast. Sie ist Ballermann-Sternchen, Quell der guten Laune und das gehört auch zu deiner Vita und zu deinem Wesen. Erfolgreiche Lehrerin und ehemalige Beamtin. Hallo Minirock, schön, dass du da bist. Ja, hallo lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf und freue mich natürlich auch auf die Folge heute. Ja, kleine Spielregel vorab, wer das C-Wort, das ja. P-Wort oder das L-Wort sagt, der muss zur Strafe einen Schluck Bier trinken. Das ist eine positive Folge. Ja, das ist super. Und da es ja der Podcast der guten Laune ist und der spannenden Schicksale, deine Stimme haben wir ja vorher schon mal gehört, in der Folge mit Franco Piccolini und Luigi Ferrari, da gibt es ja diesen Spruch, dass man Kontinente verlassen muss, um neue Kontinente zu entdecken. Und das hast du getan. Du hast dich dafür entschieden, deinen Traum zu leben. Ich finde das bemerkenswert und dafür hast du meinen größten Respekt verdient. Aber wir müssen die Hörer mal mitnehmen, damit die das auch gut nachvollziehen können, denn du hast dein Leben ja relativ bürgerlich gestartet. Das ist absolut richtig. Erstmal danke für die schönen Worte. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Also ich habe damals ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht und danach quasi, war ich in Trier auf einer, Berufsfachschule für Sozialassistenz. Genau, habe da erstmal mein Fachabitur gemacht, ja, so wie es sein soll. Und habe dann aber irgendwie keine Lust mehr auf Schule gehabt. Habe gedacht, komm, machst eine Ausbildung. Habe dann bei Kühne und Nagel in Luxemburg eine Ausbildung gemacht zur Speditionskauffrau. Mhm. Also ich habe quasi schon einiges durch, bitte nicht wundern. Und nebenbei wollte ich aber immer irgendwie was mit Musik machen. Also ich habe immer, wenn mich irgendwer gefragt hat, was willst du machen? Die Musik hat da immer eine Rolle gespielt und da muss ich meinen Papa auch erwähnen, weil der ist ein ganz witziger Kerl und im Karneval stark vertreten und so war es irgendwie bei mir klar, dass ich da irgendwie folgen muss. Und dann habe ich 2011 doch noch mein Abi nachgeholt und habe dann 4 Wochen Pause gehabt, quasi, bevor ich studieren gehen wollte. Und dann habe ich eine Spanischschule am Ballermann besucht. Okay. Ja, klingt jetzt auch wieder sehr witzig. Klar jetzt. Ja, musste aber so sein. Also die Spanischschule war am Ballermann 12. War super, denn ich konnte jeden Abend schön nach der Schule dann halt im Megapark überall feiern gehen. Und es hat mir sehr gut gefallen, habe da natürlich dann auch viele Kontakte knüpfen können. Mhm. Und so ist Wen hast du da so kennengelernt? Verschiedene Künstler, Peter Wackel, die Atzen, die Jörg und Tragern, die Autohändler, also ganz, ganz viele, viele DJs auch. Rick Arena, der mir dann auch ermöglicht hat, meinen ersten Song aufzunehmen, Ekstase ohne Grenzen, also der mir da quasi so ein bisschen die Kontakte gegeben hat. Und ja, so kam dann eins zum anderen und irgendwie, ja, es sollte wohl einfach so kommen. Ich habe es mir immer gewünscht und irgendwann war es dann soweit. Wann wurdest du denn vom Fan zum Akteur auf der Bühne? Also ich war wirklich früher auf jeder Mallorca-Party anzutreffen, die hier irgendwo in der Gegend war tatsächlich und wurde auch ganz oft mit auf die Bühne genommen von verschiedenen Künstlern, weil die mich dann aus dieser Zeit da 2011 schon kannten von Mallorca. Das war ein super Gefühl und dann 2016 war dann quasi so der Sprung von, vor der Bühne. Randall, die ruhig mal ein bisschen hier rum, genau. Leg das Studium mal lahm. Ja. 2016 würde ich sagen, war so der Wendepunkt, wo ich dann von vor der Bühne auf die Bühne gestiegen bin quasi. Wie passt das zeitlich zu deiner Lehrerinnenkarriere? Das war wirklich sehr, sehr schwer die letzten 3 Jahre, beziehungsweise was heißt schwer, also mir hat es ja Spaß gemacht. Mhm. Ich bin halt montags bis freitags in die Schule gegangen, habe dann freitags mittags alles vorbereitet für die nächste Woche, meinen Koffer gepackt, samstags morgens früh zum Flughafen, meistens an den Hahn und dann nach Mallorca erstmal schön gefrühstückt.
ein, zwei Bierchen natürlich auch und dann hatte ich entweder 17 Uhr oder 0.30 Uhr meine Auftritte im Megapark oder in der Arena unten. Wie lange gehen so Auftritte da immer? Das ist meistens so, ja, 35, 40 Minuten, 45, je nachdem. Und ja, dann am nächsten Tag zurück und ja, sonntags war ich dann wieder zu Hause und bin montags wieder in die Schule. Also es war schon ein strammes Programm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es halt aus dem Herzen gemacht und deswegen hätte ich es mir auch nicht anders vorstellen können. Und so schlafen oder Guarana, Koffein oder brauchst du nicht? Doch schon, natürlich. Es ist meistens so, dass man nach den Auftritten natürlich noch ein bisschen dann auch bleibt und mit Fans dann auch noch Fotos macht, Autogramme gibt und ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Das war mir auch immer ganz besonders wichtig. Und ja, wenn dann aber der Flieger geht, dann hat man ja auch wieder 2 Stunden Zeit zu schlafen. Ne? Man fliegt ja 2 Stunden, das sollte doch reichen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass deine Schüler sich dann auch mal für deinen Lifestyle so interessiert haben. Seid ihr da mal deine Texte durchgegangen oder wie ist diese Welle von Mallorca vielleicht mal rübergeschwappt in den Unterricht oder in dein Kollegium? Und das ist quasi gar nicht übergeschwappt. Also die Kinder wussten bis zum Schluss nicht, was ich nebenbei mache. Mhm. Also das war wirklich nie Thema. Die wussten nicht, dass ich Minirock bin. Da haben wir nie drüber gesprochen. Hat auch kein Elternteil rausgefunden bis zum Schluss. Und ich habe es dann halt thematisiert, als ich sagen musste, dass ich halt nicht mehr komme. Ne? Und da habe ich mir überlegt, wie machst du das jetzt? Da habe ich überlegt, okay, komm, wir machen es über die Schiene Hobbys, also dass die Kinder irgendein Thema haben, mit dem sie sich beschäftigen können und wo ich das dann einbringen kann, dass ich halt mein Hobby jetzt quasi zum Beruf mache und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr da sein werde. Und das war so 2 Wochen, bevor ich meinen letzten Tag hatte. Und ja, das war dann der Punkt. Aber da habe ich auch noch nicht gesagt, dass ich Minirock bin. Ich habe zwar gesagt, dass ich Musik mache, das haben sie dann halt sehr, sehr schnell rausgefunden, was für Musik. Und aber du hast doch vorher irgendwie mal so einen Antrag stellen müssen, ne? Wenn du verbeamtet warst, so Nebentätigkeit. Richtig, ja, das ist richtig. Meine Chefin wusste es auch von Anfang an, weil die musste den Antrag unterschreiben. Mhm. Das war aber anfangs noch nicht so dramatisch. Man darf ja eine bestimmte Anzahl an Stunden nebenbei absolvieren. Nur und, 8 pro Woche. Ja, damit bin ich gut hingekommen. Und deshalb war das anfangs kein Problem, nur irgendwann wurde es dann natürlich zum Problem, beziehungsweise wurde es einfach zu viel. Das ist halt nicht erlaubt und dann musste ich mich entscheiden. Und ich hätte jetzt niemals sagen können, ich gebe die Musik auf. Natürlich ist es mir super schwer gefallen, den Kindern das zu sagen und jetzt auch nicht mehr in die Schule zu gehen, weil ich sehr an den Kindern gehangen habe und an meinem Beruf. Aber man lebt ja nur einmal und deswegen bin ich immer dafür, dass man sowas halt einfach machen sollte, wenn man die Chance hat. Und die hatte ich ja dann nun mal. Aber glaubst du denn, dass so Eltern gegeben hätte, die dann gesagt hätten, die Frau, die da jetzt so sommerlich gekleidet da im Megapark auf der Bühne rumspringt und Saufi singt, kann die überhaupt eine richtige Lehrkraft sein für meine Kinder? Gibt's bestimmt. Okay. Also ich habe dann im Nachhinein auch mitbekommen, also die Kinder erzählen ja dann auch viel von zu Hause, was so gesprochen wird. Und da waren schon auch kritische Stimmen drunter. Aber auch Saufi, ne? Ganz genau, ja. Also ich habe aber wirklich von den Eltern weitestgehend nur positives Feedback bekommen und das, was ich da an kritischen Stimmen gehört habe, hat sich dann auch im Endeffekt erledigt, weil die sich dann damit beschäftigt haben, was ich mache und wenn die dann sehen, okay, die zieht sich weder aus, noch singt die über irgendwelche schlimmen Sachen, also es ist wirklich nichts Schlimmes, was ich da mache, dann ist das auch okay für die. Und das solange, Leben halt, ne? Ja, genau. Und solange der Beruf nicht darunter leidet, finde ich, das muss man auch immer nochmal splitten. Da hat keiner was gesagt und das fanden die im Nachhinein dann auch wirklich sehr. Hat denn irgendjemand gesagt so, ja, wir kriegen das alles irgendwie hin, bitte bleib und mach dein Ding nebenbei, das ist okay, solange die Arbeiten korrigierst, für deine Schülerinnen und Schüler da bist. Ja, das haben tatsächlich viele Eltern dann gesagt, die kamen auf mich zu und wollten auch eine Unterschriftenaktion starten und solche Sachen und beim Amt selbst anrufen und es war wirklich, also das ging mir sehr ans Herz, wie die sich dann wirklich auch für mich eingesetzt haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt gehen müssen, nur weil sie das als Hobby nebenbei machen. Es läuft ja gut und jetzt wird quasi den Kindern wieder eine Bezugsperson genommen, die ja eigentlich so wichtig ist, gerade in dem Alter. Also es war eine 3. Klasse. Generell Grundschule ist das ja eigentlich sehr wichtig, dass du da nicht so viele verschiedene Lehrer hast. Und ja, das sind dann halt eben Entscheidungen von oben, die getroffen werden von Menschen, die vielleicht gar nicht sehen, was in der Praxis oder an der Basis passiert. Und das ist halt eben so schade. Und das haben die Eltern auch wahrgenommen. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und gezeigt. Also, dass das wertgeschätzt wurde, was man gemacht hat in der Zeit, in der man da war. Man nimmt den Schülern ja nicht nur eine Bezugsperson, sondern auch jemand, der Ideale verkörpert, ja, dass man seinen Weg gehen soll. Und ich denke mal,
das ist auch für Kinder total wichtig zu wissen, dass man seine Träume auch leben soll, dass man irgendwie ein paar Talente mit auf den Lebensweg gegeben bekommen hat und dass man die bestmögliche einbringt, oder? Das ist absolut richtig und deswegen war es mir auch so wichtig, das Ganze in ein Unterrichtsthema einzubinden und mit den Kindern dann halt quasi Hobbys zu besprechen, dass es halt eben wichtig ist, daran festzuhalten und jetzt nicht einfach aufzugeben und zu sagen, okay, dann ist es das halt nicht, sondern dass man an den Träumen festhält und das dann auch macht und das haben die Kinder auch verstanden. Was hast du da für ein Hobby dann vorgestellt? Wie hast du das dann gemacht? Ja, ich habe halt eben gesagt, dass ich gerne singe und da kam auch erstmal so ein bisschen Gelächter aus den ersten Reihen. Die konnten sich das dann erstmal nicht vorstellen. Wie alt? Ganz kurz vorab. Wie alt waren die Kinder? Neun, 10 Jahre, ja. Ja, da wird ja auf dem Schulhof, wird ja, ne? Schon. Ja. ja, weil also im Musikunterricht habe ich mich natürlich immer zurückgehalten. Ja, aber die kennen doch auch Capital Bra auswendig. Ja, und so, ne? Definitiv. Also. Ja, wir haben auch ganz viel solche Mucke behandelt im Musikunterricht. Also den soll man ja auch möglichst an der Lebenswelt der Kinder orientiert unterrichten. Und das haben wir gemacht. Ich habe die Kinder ihren Lieblingsmusiker vorstellen lassen. Und was war so? Ja, wie du schon gesagt hast gerade. Lelele, oder? Richtig. War nicht nur einmal dabei, ja, definitiv. Okay. Also ja, Loredana, sowas auch. Ne? Das ist halt jetzt nun mal die Musik von heute und da das geht natürlich auch nicht an den Grundschülern. Sprechen die Kinder dann auch so, wie die singen, oder? Manchmal schon, ja. Ich habe zum Beispiel Capital Bra, wenn du den jetzt schon erwähnst, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, aber ich höre den auch und zwar seit die Kinder mir den vorgestellt haben. Okay. Dann beschäftigst du dich natürlich auch damit, was du da präsentiert bekommst. Und mein Gott, ich finde den nicht schlecht. Prost. Ach so, Corona gesagt? Prost, habe ich gesagt. Ach so, gut. Jetzt nicht auf dem Capital Bra, oder? Nein, natürlich nicht. Hast du die Entscheidung irgendwann mal bereut bis jetzt? Nein, bereut habe ich sie nicht. Wie gesagt, es ist mir gar nicht leicht gefallen, weil ich sehr an den Kindern gehangen habe. Und ja, denke auch heute immer noch sehr gerne dran zurück an die Zeit, die wir hatten und würde sie einfach gerne auch mal besuchen. Auch so ein Schlagertext, ne? Ja, eigentlich schon. Muss ich mir mal merken. Das sind die Emotionen halt, ja. Ich würde sie halt gerne auch mal besuchen, das habe ich halt versprochen. Ist das schwierig? Ist nicht möglich jetzt mit Corona. Ach so. Es darf niemand, ja. Ach, oh, verdammt, jetzt muss ich trinken, oder? Aber ist ja auch, ja, mein Gott, ist Solidarität, eigentlich positiv. Trinke ich mal mit. Ja, ist okay. Ja, okay, komm. Wäre nicht zum Spaß hier. Da hast du mich doch jetzt reingeloggt in die Falle. Du hast doch nachgefragt. Würde ich niemals machen. Ist ein seriöser Podcast. Ja. Und ja, apropos Seriosität, die Menschen, die kommen ja aus unterschiedlichen Hintergründen zum Ballermann. Micky Krause war ja Pädagoge, Mia Julia hat sich im weitesten Sinne auch mit dem Genre Film beschäftigt, du warst Lehrerin. Willst du denn mal wieder zurück, so richtig, richtig? Ich habe gesagt, dass das auf jeden Fall immer eine Option für mich ist. Und ja, fände das auch in keinster Weise irgendwie peinlich oder wie auch immer. Aber jetzt zum Beispiel würde ich es nicht machen, nur weil jetzt im Moment gerade nicht alles so läuft, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben oder wie ich mir das vorgestellt habe, als ich gekündigt habe. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin versuchen. Ich denke, wir hätten dieses Jahr vielleicht ein gutes Jahr gehabt, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, ich gebe nicht auf und wir starten nächstes Jahr wieder voll durch und dann hoffen wir, dass wir wieder Gas geben können. Aber natürlich, das ist eine Option, wenn es irgendwann, ich weiß ja auch nicht, ob ich mit 50 noch auf der Bühne stehe, also dann gehe ich gerne nochmal in meinen Beruf zurück, sofern sie mich denn noch wollen. Ja, macht man dann Kalender oder so. Ja. Was vermisst du denn ganz besonders an deinen Auftritten? An meinen Auftritten vermisse ich am meisten die Menschen, weil man wirklich bei vielen Auftritten bekannte Gesichter sieht, verschiedene Mallorca-Gruppierungen auch, die in meinen Livestreams immer mit dabei sind und die einen wirklich unterstützen, die auch nicht nur einen Künstler unterstützen, sondern viele und die dann anreisen von weit her, um deine Auftritte zu sehen. Also das gibt einem schon sehr, sehr viel und macht einen stolz und das fehlt mir wirklich am meisten, also die Menschen. Aber die sind auch jetzt da und unterstützen uns und das ist wirklich sehr schön zu sehen. Also ich habe heute mal so ein Live von dir mitverfolgt auf Instagram und also Riesenkompliment, so viel Wertschätzung. Dankeschön. Für jeden, der dann mit dir gemeinsam im Splitscreen die Smartphones ziert. Also diese Herzlichkeit, also das ist echt beeindruckend, muss ich dir sagen. Kompliment dafür. Dankeschön, danke, das freut mich sehr.
Das ist mir auch wichtig. Also die Mini-Rocker-Fangruppe zum Beispiel hat mir jetzt zu Weihnachten ein ganz tolles Geschenk gemacht. Ich habe zwei Dortmund-Trikots geschenkt bekommen und das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Ne? Ich war schon fast peinlich berührt, weil ich das eigentlich nicht annehmen wollte. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das jetzt irgendwie zurückgeben? Und ich weiß, dass den Menschen halt einfach viel daran liegt, dass sie mit dir interagieren können, dass sie dich sehen. Und dann war für mich direkt klar, okay, dann machen wir jetzt einen Livestream und ich nehme euch mit rein, die möchten. Und das, ja, haben sie mir jetzt auch schon zurückgemeldet, dass sie das ganz toll fanden. Und deswegen denke ich, dass wir das die nächsten Tage auf jeden Fall auch nochmal machen werden. Mhm. Ja, deine zweite Heimat, wenn auch momentan ein bisschen restriktiv, ist der Ballermann, die Bühnen auf der Insel, Malle, der Ort, der niemals schläft, wo jeden Tag Freitag ist. Also ich war vor ein paar Jahren das letzte Mal da. Wo sind denn jetzt mittlerweile die Hotspots, wo man hingeht? Also damals war es Megapark, Oberbayern, Rio Palace, glaube ich. Mhm. Das ist auch heute noch so, also das Rio Palace hat leider geschlossen, schon seit ein paar Jahren, aber sonst auf jeden Fall Anlaufstellen, Megapark, Bierkönig sind natürlich die größten Clubs Oberbayern. Ansonsten sind wir auch gerne in kleinen Kneipen unterwegs, bevor wir abends dann im Megapark sind, also Deutsches Eck oder bei Gysi oder wie die alle heißen, also da lohnt es sich auf jeden Fall mal wieder hinzukommen, musst du dann auch nächstes Jahr. Ja, gibt's denn da so ein Damengedeck, was du dann immer so nimmst, wo du sagst, jo, das ist jetzt meine Vorbereitung für einen Auftritt? Ich trinke tatsächlich immer ein Bierchen im Cell Blau, das ist die Kneipe hinterm Megapark, wo sich meistens dann auch die Künstler treffen, also vor ihren Auftritten ist da eigentlich jeder immer am Start und da gönne ich mir wirklich meistens ein Bierchen. Gegen die Aufregung, das muss einfach sein. Und da triffst du halt auch immer irgendwen, das macht einfach Spaß, dann sitzt du schön in der Sonne gemütlich und ja, hörst drinnen im Megapark schon die Menschen grölen, weil der ist ja wirklich immer voll. Gibt's denn so Gemeinsamkeiten zwischen Megapark-Besuchern und Grundschulkindern? Ja, die Grundschulkinder werden auf jeden Fall irgendwann zu Megapark-Besuchern, würde ich sagen. Hoffe ich doch. Also ja, nee, also ganz ehrlich, es sind ja ganz normale Leute, die zum Ballermann fahren. Ich mache das ja auch, weil ich einfach Spaß da mit meinen Mädels habe oder mit meiner Gruppe, mit denen ich da bin. Und ich glaube, da geht's fast jedem so. Also ich kann jedem nur raten, mal in der Gruppe zum Ballermann zu fliegen und sich einfach mal drauf einzulassen. Auch wenn man Vorurteile hat, aber dann nimmt man es vielleicht ganz anders wahr, als man vielleicht gedacht hat. Also sind nicht irgendwie nur so weibliche Kegelvereine, nein. Fußballmannschaften oder so? Schon auch, aber nicht nur, nein, keineswegs. Also ich kenne viele, die jedes Jahr hinfahren, auch mehrfach und die einfach jedes Mal begeistert sind, wenn sie zurückkommen, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist, wenn du mit einer Gruppe da bist am Strand, wo auch immer und einfach gemütlich was zusammen trinkst, wie auf einem Festival oder auf einer Dorfveranstaltung, wo du hingehst und dich mit deinen Freunden triffst. Du willst ja einfach zusammen sein und Spaß haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige jetzt so ein bisschen nostalgisch werden und wir haben ja gestern noch schon eine tiefe Sehnsucht bedient, indem wir einfach mal nach Sätzen gefragt haben, die man so am Ballermann niemals sagen oder hören würde. Ja. Überwältigende Resonanz wahrscheinlich, weil der beste Satz prämiert wird. Den küren wir ja jetzt. Mhm. Die Urheber sind zugedeckt. Also nicht auf die andere Seite schauen, nicht, dass du da irgendwie aus persönlicher Sympathie entscheidest. Und da gehen wir jetzt einfach mal das erste Rating einfach mal durch. Machen wir mal abwechselnd. Wechsel mal an, bitte. Na, das ist aber jetzt peinlich. Und wie weit bist du denn so mit deiner Promotion? Ich finde schon mal gut. Der ist schon mal sehr gut, ja. Hast du nicht so oft gehört? Hat mich tatsächlich auch noch nie jemand gefragt. Schade. Ja. Ich hätte gerne ein Wasser. Nein, ich möchte keine Playa-Schorle mehr trinken. Das Bier ist leer. Heute mal einen ruhigen Strandtag. Zum Glück wurde alles auf Video festgehalten. Das ist auch gut. Endlich weniger Partytourismus. Der Text dieses Ballermann-Hits ist so tiefgründig. Sonntag, 20.15 Uhr, schnell ins Hotel, es kommt der Tatort. Den finde ich auch gut, der ist auch nicht schlecht. Heute mal alkoholfreies Bier. Ja, ähnlich dazu, heute gibt es keinen Alkohol. Mhm. Die Auswahl an veganen Restaurants sucht in ganz Europa ihresgleichen. Ist das so? Danke, nein, ich habe noch voll. Kann das Lied auch einfach ohne Playback singen. Okay, jetzt haben wir alle 15. Ja. Engere Wahl, würde ich jetzt sagen, das Promotionsding. Ja, definitiv. Endlich weniger Partytourismus fand ich jetzt auch gut. Ja, der Tatort, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Okay. Ja, heute mal alkoholfreies Bier sagt halt auch keiner, ne? Das ist schon ja, ein Klassiker. Aber mit den veganen Restaurants finde ich auch gut. Ja, der ist auch gut. So, der ist auch gut. Wen küren wir denn jetzt?
Darfst entscheiden. Also ich glaube, ich würde den mit der Promotion nehmen. Echt? Ja. Okay, dann darfst du auflösen, an wen jetzt hier noch ein Geschenk geht. Okay. Trommelwirbel. Simone Mortini ist ja die Gewinnerin. Dann herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch auch von mir. Und dann geht hier ein Geschenk. Du hast auch was beigesteuert? Ich sehe gerade, Franco Piccolini kann das Lied auch einfach ohne Playback singen. Das, ja, das kann hätte er mir er auf jeden Fall. Ja. Er kann mittlerweile hat er Gesangsunterricht bekommen. Ja. Und, ja, der Franco, der ist schon ist ein Potenzial guter Sänger, auch. Ja, definitiv. Ja. Prost. So, da herzlichen Glückwunsch. Jetzt stimmen wir mal aufs Musikalische ein, denn oha, so hört sich das an, wenn Minirock die Bühne betritt. Cut my life into pieces, this is my last resort. Aus dem Megapark, mit 6,2 Promille, aber trotzdem unter Hock, begrüßen wir die einzig wahre Rockröhre von der Playa. Unterhof. Geh ich drauf oder besteht noch Hoffnung? Ich leid seit Tagen schon in Unterhoffung. Herr Doktor, was ist los mit meinem Kopf? Ich glaube, ich bin Unterhof. Ja, bekannte Stimmen dabei, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt also eine neue Kategorie für dich und alle Menschen, die Sehnsucht haben nach der schönsten Insel der Welt. Ein abgewandeltes Musikquiz, in dem du dein Können und deine Kenntnis unter Beweis stellen kannst. Mhm. Du bist ja in deinen Storys immer mal mit deinem Lautsprecher zu sehen. Ja, küsst, jeden küsst Morgen. Dein Lieblingslied, fast, genau. Fast jeden Morgen, ja. Und wir machen es dir aber einfach diesmal, es folgen 5 ausschließliche Malle-Hits, die du alle kennst, mhm, aber eben vorgetragen in etwas anderer Atmosphäre. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Und ich habe das dumme Gefühl, dass es schwierig wird. Wir starten ganz easy. Okay. Ganz ja, easy? Ist das fair, Schalte? Du musst jetzt erstmal hier GEMA-freie oh Musik Gott spielen. Na, damit das auch hier so passt. Mhm. Solang auf Malle der Zapfer noch läuft. Peter Wacke. Welches Lied? Solange auf Malle der Zapfer noch Uhren verkauft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. I love Malle. Großartig, sehr ja gut. Okay. Das war schon Rekordzeit, oder? 1-1, also 1-1. Also jetzt wird es ein bisschen schwerer. Wieder hau raus atmosphärisch gehüllt in GEMA-freie klassische Musik. Ding Dong. Partygong, der Marathon beginnt. Diese Nacht oh Gott, wird ja legendär, ja, weil unser Pegel stimmt. Ob teuer oder billig, billig, ob Armani oder Lacoste. Das Paket kommt mit der Post. Scheißegal, Hauptsache willig. Das Paket kommt mit der Post. Ja, verdammt. Wir haben es eben schon mal kurz thematisiert. Ah, das ist, mach mal bitte das Klavier aus. Das Klavier ist ja unheimlich irritierend. Ja, ne? Mann, er hat einen Schwierigkeitsgrad hier. Ja, ja, ja. Du hast gemerkt, den Text kann ich. Mhm. Ob teuer oder bin ich ob ein Mann, ob ein Mann. Ist ein Shakespeare-Zitat, der Interpret. Habe ich Saufi gehört? Ja. Tobi. Richtig. Ja. Nochmal kurz das Lied für Saufi, Saufi. Für die Protokollführer der Wahrheit, genau. Okay, das ist schon mal eine hohe Trefferquote. 2 von 2. Ich muss es mir aber dann immer nochmal tatsächlich selbst vorsummen, weil mit der Klaviermusik ist es super schwer. Wird immer schwierig jetzt. Pass mal mhm auf. Auf hoher See waren wir schon lang unterwegs. Im weiten Meer schaukeln uns die Wellen umher. Kein Land in Sicht, denn ich hatte nur Augen für dich. Nur für dich. Der Wind wird still und mir ist endlich klar, was ich will. Ja, ich will. Ja, einmal mit dir allein, einsam, auf einer wunderschönen Insel sein. Boah, also das ist jetzt aber schwer. Ist also, das Jürgen Treves? Nee. Kölner Raum? Boah. Kannst du nochmal? Der Name ist eine Alliteration, sag ich mal. Ist auch eine Position beim Fußball, der Nachname. Stürmer. Mhm. Stefan Stürmer. Ja, und der Titel des Liedes ist eine Frucht. Ananas. Nee. Leider nicht. Was hat er denn noch gemacht? Oh Gott. Der hat so viele gute Lieder, der Stefan Stürmer. Und wir Stürmer trinken aus einer
Sag mal, hast du mir jetzt ein Lied hier vorgesetzt, was ich nicht... Krass. Ja. Vielleicht ist das noch eins der unbekannteren Lieder von Stefan Stürmer. Mega bekannt. Ja. Dann stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Okay, aus welcher Frucht kann man denn trinken? Aus einer Kokosnuss. Genau. Stefan Stürmer, Kokosnuss. Okay. Wir haben ja noch zwei. Ich kenn's. Ja, okay. Wir erhöhen wieder den Schwierigkeitsgrad. Mit dem Sonderzug nach Bayern. Oder mit dem Bus nach Prag. Es wird gefeiert. Das ist der Killer, Michel. Wow. Auswärts sind wir asozial. Ja. Ohne Worte. Ja. Sehr gut. 4 von 5, ne? Gott sei Dank. Ja. Okay, jetzt wird es nochmal richtig schwierig. Ja. Warte. Ich gehe feiern. Und das nächtelang. Eskalation steht bei mir oben an. Das bin ich. Das okay. bin ich, ja. Was hast du denn da Schönes gesungen? Es ist, alle Spießer sind mir egal. Sehr gut. Oh, das ist aber süß, dass du den noch war kein Ghostwriter hast. Dabei. Ja, muss ja ein großes Finale, muss man ja haben. Ne? Ja, da habe ich mich doch ganz gut geschlagen noch, oder? Ja, jetzt kommt der nächste Teil. Ja. Du bist ja eigentlich aus Tavern. Ja. Aber du hast auch einen Bezug zu Trier. Ja. Welcher ist das nochmal, dass wir hier Reglements einhalten und die anderen nicht gekränkt sind, weil die alle aus Trier kommen? Wie meinst du? Ja, man muss schon einen gewissen Trier-Bezug auch haben, damit man da beim Quickfire auch mitmachen kann. Naja, ne? Also ich trinke halt auch gerne Fietz, ne? Okay, ja, reicht. Gut, dann ist das jetzt das Quickfire für dich. Das heißt, 16 kleine Bühnen, auf denen es jetzt zu performen gilt. Oha. Bist du bereit? Ich bin sehr gespannt. Deine 3 Lieblings-Trierer-Vokabeln. Lovi. Mhm. Majusebetter? Mhm. Millionen. Geil. Dein Lieblingsort in Trier? Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich bin gerne in Trier und gerne an verschiedenen Orten, aber ich würde jetzt einfach mal die Porta Nigra nennen, weil es einfach im Dunkeln super schön ist. Okay. Auch im Hellen, aber im Dunkeln besonders schön. Romantisch. Okay. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz? Bier. Dein letztes Konzert, das du besucht oder gegeben hast? Mein letztes Konzert, das ich besucht habe, war SDP im März in Luxemburg. Das war tatsächlich eins der letzten Konzerte, die so noch stattfinden durften. Das war oder so die Februar? Nacht mit Freitag auf Montag. Genau, ja. Genau. Freitag auf Sonntag, ne? Freitag auf Montag. Freitag auf Montag war doch richtig. Sonntag, okay. Das wäre ein bisschen wenig, ne? Ja gut, darf mich hier nicht mit Don't mess with the best hier, ne? Ich merke schon. Nächstes Jahr kommst du mal mit. Okay. Ja. Und das ich selbst gegeben habe, war im September zusammen mit Franco und Luigi eine Privatparty. Oh. Das war super, war ein super Abriss. Wo war das der Ort zumindest? In Schlüchtern. Ah, okay. Schlüchtern und einen Tag später war ich sogar, glaube ich, noch in Saint-Louis. Das gibt's Wochenende auch ein war Lied komplett. Ne? Gibt es noch ein Lied drüber? In Schlüchtern bin ich schüchtern. Oh, nee. Nüchtern. Nüchtern bin ich so schüchtern. Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast. Live oder im Fernsehen? Ja. Live. Oder selbst mitgewirkt hast. Du hast ja da noch so ein außergewöhnliches Hobby. Ja. Ich war tatsächlich im Stadion in München-Gladbach zuletzt. Das ist auch, ich glaube, das war letztes Jahr, aber schon gegen Bayern. Da hat Gladbach auch gewonnen, ja. Für wen warst du da? Für Gladbach. Also ich bin prinzipiell immer gegen Bayern. International auch? Ah, da muss man ja aufpassen, was man sagt. Ne? Also nee, international bin ich schon für die deutschen Mannschaften, das ist klar. Aber ja, Bayern, ach, es muss einfach nicht sein. Ja, ist auch wertvoll für die UEFA-Cup-Plätze für Dortmund auch. Ne? Ja. Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Wenn ich jetzt mal so an die letzten Jahre denke, dann war ich, glaube ich, am meisten im Zapotex. Dein Lieblingstrierer und deine Lieblingstriererin? Da muss ich gar nicht lange überlegen, das sind Franco Piccolini und Luigi Ferrari. Oh, und ganz viel Liebe geht raus. Was machst du an Silvester? Ich werde mit meinen Eltern und meinem Bruder hoffentlich ein paar... Hoffentlich. Hoffentlich ein paar Hopfen trinken. Okay. Du hast heute in deinem Live ein besonderes Getränk oder ein besonderes Gefäß angesprochen, das du an Silvester... Das Doppelhorn. Das Doppelhorn ist ein Bier von Lorenz Büffel. Okay. Das müssen wir mal probieren. Ich habe selbst auch noch nicht probiert. Er hat mir aber ein Fass geschickt, ein 5-Liter-Fässchen. Und ich denke, ich werde das an Silvester mal austesten. Also wer so gute Texte schreibt, der wird mit Sicherheit auch ein grandioses Bier erbrauen können. Das haben mir die Leute auch eben im Livestream schon bestätigt, dass das sehr, sehr gut sein soll. Ich bin gespannt. Was war der schlechteste Anmachspruch, auf den du jemals reingefallen bist? Oh je.
Das ist jetzt eine ganz, ach, hier, kann ich deine Handynummer haben? Ich habe meine verloren. Ernsthaft? Ja. Das ist auch sehr 90er eigentlich. Ja, ne? Sowas ist schon, ja, aber das, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Sonst müsste ich jetzt nochmal schwer nachdenken. Man hört schon so manches, aber. Hm. Wie gehst du damit um? Ich kann damit ganz gut umgehen. Mhm. Ich lache dann und sage, hey, du hättest auch einfach mit einem Bier kommen können, dann hätten wir einen zusammen getrunken und dann wäre vieles vielleicht einfacher gewesen. Nee, aber das, ich finde das eher witzig als unangenehm. Hier ist eine Frage beigesteuert worden. Ja. Wie ging es dir nach dem ersten Abend mit Franco, Luigi und Michi im Louisiana, an dem ihr überlegt habt, dass ihr zusammen ein Label gründen wollt? Kommt die Frage vielleicht von Franco oder Luigi? Das ist Quellenschutz jetzt hier, darf ich nicht so sagen. Ich glaube, ich hatte eine Alkoholvergiftung. Oh. Um es mal, ja, nee, es war keine Alkoholvergiftung, aber es war halt melancholisch, nachdenklich. Ja, es war ein feuchtfröhlicher Abend, sagen wir mal so, und es gab ja quasi auch was zu feiern. Also, und wenn du dann das einzige Mädchen bist und da drei Jungs, dann ist das nicht immer einfach. Also, wir haben dann, oder hier meine lieben Geschäftspartner haben dann die Barfrau gebeten oder die Bedienung gebeten, dass sie alle 10 Minuten mit einer neuen Runde Bier bitte kommen soll. Und das hat mir dann wirklich Prost. ein bisschen zugesetzt, sagen wir mal so. Nein, ich konnte auf keinen Fall mehr heimfahren, würde ich aber auch niemals machen. Ich habe dann mein Auto im Parkhaus gelassen. Es hat im Parkhaus gestanden und es stand auch noch 24 Stunden später im Parkhaus, weil ich nicht in der Lage war, aus meinem Bett aufzustehen. Mein Kreislauf war völlig im Eimer und ich hatte halt wirklich ein paar Nachwehen, sagen wir es ja, so. Ja, wer ein Karussell fährt, der kann nicht gleichzeitig Auto fahren. Nein, ist richtig. Was aber ist ich glaube, den Jungs ging es auch nicht viel besser. Da weiß ich nichts drüber. Was war denn das Peinlichste, was dir jemals auf der Bühne passiert ist? Peinlich? Mhm. Ich glaube, so richtig Peinliches ist mir da noch nicht passiert. Oder ist der Punkt schon überschritten? Das ist ja alles egal. Mir ist auch wenig peinlich, muss ich dazu sagen. Aber ja, vielleicht ein bisschen unangenehm ist es, wenn die Technik ausfällt. Also sowas hatte ich tatsächlich schon mal. Da ging halt einfach gar nichts mehr. Mein Mikro hat auch die ganze Zeit nur noch gefiept. Und das tut ja dann auch den Leuten in den Ohren weh. Und da wusste ich halt auch einfach gar nicht mehr, was ich machen sollte. Also das war schon so ein bisschen peinlich. Man kann zwar kannst du dann 2-3 Mal machen. Ja, aber ne? Das geht halt, ja, genau. Dann versuchst du noch irgendwie was. Aber das hören ja dann auch die von hinten nicht, wenn du das Mikro dann nicht mehr benutzen kannst, weil da alles nur noch piept und kracht. Aus den Boxen, boah, das war schon so ein, ja, das ist schon dann so ein bisschen schwierig. Aber mein Gott, auch damit muss man umgehen können und versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich denke, das haben wir auch bisher immer ganz gut gemacht. Die Leute sind dann auch immer super angenehm, die verstehen das dann auch, die wissen ja, dass du dafür nichts kannst und sind dann auch wieder mit dabei, wenn es dann wieder weitergeht. Na, schlimm sind die Leute, die sich dann wirklich sehr, sehr viel Geldmengen dann in ihren Zustand investiert haben und dann so enttäuscht werden. Ja, das schon, ja. Wer ist denn dein Lieblingsbuchautor? Ich habe keinen, muss ich gestehen. Ich lese sehr ungerne. Und das würde man jetzt vielleicht auch gar nicht denken als Grundschullehrerin. Ich habe zwar auch schon Bücher gelesen, aber ich lese wirklich sehr, sehr ungern. Okay. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, kann ich vielleicht sagen, ist von meinem Kollegen Kreisliga-Legende. Mhm. Der hat 2 Bücher geschrieben und die waren auch sehr, sehr witzig. Da ging es auch teilweise um Fußball und um eine Abschussfahrt auf Mallorca. das war sehr, sehr witzig jetzt. Das habe ich mir auch jetzt in der Corona-Zeit bestellt, weil ich einfach mal wieder Lust hatte, ein bisschen was Fröhliches zu lesen und das, ja. Um das Spannungsfeld zwischen auswärts und daheim geht es jetzt auch bei der nächsten Frage. Ja. Welchen Fietz trinkst du lieber? Franco-Fietz oder den von deinem Vater? Wer hat das denn gefragt? Deinen Vater habe ich noch nicht kennengelernt. Soll ich ehrlich sein? Ich muss ehrlich sein, ne? Ich trinke tatsächlich den von meinem Papa lieber. Mm. Also mein Papa, der macht mir auch immer eine ganz bestimmte Sorte extra für mich und deswegen, ja, wäre es jetzt, aber den Franco-Fietz trinke ich auch sehr gerne, der schmeckt auch super, nur wie gesagt, der Papa, der macht mir immer eine ganz spezielle Sorte nur für mich alleine und deswegen geht nichts über den Fietz vom Papa. Würdest du beim schlimmsten Grad von Unterhopfung auch mal zu Becks greifen? Ich fürchte nein. Nee, Becks ist raus. Becks ist einfach raus. Ich glaube, das würde ich nicht anrühren, auch nicht bei der schlimmsten Unterhopfung. Nein, so schlimm kann die quasi gar nicht sein, die Unterhopfung. Welche Malle-Ikone findest du am außergewöhnlichsten und warum? Also mein Vorbild,
kann man so schon nennen, ist Micky Krause, definitiv. Den durfte ich auch kennenlernen bei einem TV-Dreh vor ein paar Jahren. Der ist einfach menschlich super korrekt, versucht immer jedem zu helfen, andere Künstler zu unterstützen, bringt super Lieder raus, gibt auf der Bühne alles und hat, glaube ich, einen Status, den so schnell niemand anderes erreichen wird. Also der ist für mich wirklich, wirklich so das Maß aller Dinge. Also ein Feature wäre mal ganz, ganz nett mit ihm, oder? Ja, also ich habe ihn auch mal kennengelernt im Interview und sehr zugänglich, sehr ehrlich und auch sehr spontan, schlagfertig, richtig gut. Ja, definitiv, kann ich so. Hast du mal ohne Perücke gesehen, oder? Ja, damals beim TV-Dreh. Also das ist auch wirklich, wir waren da eingeladen auf seiner Finca mit seiner Familie, waren alle dabei. Die waren alle super freundlich zu uns, zuvorkommend, und wir konnten die dann wirklich kennenlernen, wie sie im normalen Leben halt einfach sind. Hm. Und das war wirklich schön, also war schön zu sehen. Das ist ein ganz toller Mensch. Sicher auch so. Und jetzt stell dir vor, liebe Mini, du könntest alle Plakate in Trier, Tavernen und auf Malle mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Gib Unterhopfung keine Chance. Schönes Schlusswort für die Folge 34 im Ehrlichen Trierer Podcast. Kurzer Ausblick in 2021. Was ist deine größte Hoffnung? Meine größte Hoffnung ist, dass wir alle wieder zusammen feiern können, uns wiedersehen, uns umarmen können und glücklich miteinander sein können. Mini, dann danke ich dir für deinen Besuch. Mini Rock, alles Gute für dich. Und ja, das Geschenkpaket geht jetzt raus für den besten Malle-Spruch. Und wer den Werdegang, die Entwicklung bei Mini weiter verfolgen möchte, sehr gut gepflegter, sehr aktiver, interaktiver Instagram-Channel und auf Facebook bist du ja auch mit einigen Gruppen unterwegs, ne? Genau, ja, das stimmt. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte, Christoph. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr auf Mallorca. Liebe Grüße gehen noch raus an Franco Piccolini, Luigi Ferrari, meine Familie und meine Freunde. Ich danke euch. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Ja, dein Bier ist schon leer, aber so eine kleine peinliche Promi-Geschichte, auf die man vielleicht so hoffen könnte noch. Gibt's da irgendwas, was man so erzählen kann? Peinliche Promi-Geschichte, was mir jetzt schon so passiert ist? Ja, oder dir im Zusammenhang mit Künstlern irgendwie. So Sachen, die man sonst nicht erfährt. Also ich habe einmal mit einer Künstlerkollegin in der Dusche hinter der Bühne eine Bierdusche gemacht. Das war sehr witzig. Aus Versehen, vielleicht oder? Wir haben das schon bewusst gemacht und es hat uns auch Spaß gemacht. Aber manche würden dann vielleicht denken, hör mal, die zwei da, die haben sie doch nicht alle. Aber es war sehr witzig, ja.